Hallo, ich bin die Anja von Kid 5 und ich möchte mit euch heute wieder nähen. Und zwar habe ich für euch ein super Schnittmuster vorbereitet. Etwas, was jeden Tag getragen werden kann und eigentlich viel zu sehr vernachlässigt wird beim Nähen. Und zwar nähen wir heute ein kleines Nachthemd. Das Sleeping Dress ist ein Schnittmuster für ein ganz klassisches Nachthemd in A-Linie. Das könnt ihr von Größe 92 bis 154 nähen. Es gibt es in der Kurzarm-Variante, die wird bei uns getragen, ob Sommer oder Winter. Irgendwie ist es bei uns nicht so kalt. Ihr könnt es aber auch in der Langarm-Variante nähen. Und wenn ihr zum Beispiel das kombiniert mit dem Schnittmuster der Leggings, habt ihr auch einen tollen Mädchenschlafanzug. Als Material verwendet ihr für das Nachthemd ein Jersey. Da sei euch selbst überlassen, was ihr möchtet. Es gibt tolle Wäsche-Jerseys, Ringel-Jerseys, Wölkchen und ihr benötigt ein klein bisschen Bündchenstoff. Ihr schneidet alle Teile im Stoffbruch zu. Und zwar benötigt ihr einmal das Vorderteil, einmal das Rückteil, dann benötigt ihr zwei Ärmel und einen Streifen aus diesem Bündchenstoff, dieser sollte 5 cm breit sein. Lege beide Teile rechts auf rechts, also mit den schönen Seiten nach innen, aufeinander und verschließe nur eine Schulternaht. Falte das Nachthemd wieder auf. Hier haben wir noch unsere offen gelassene Schulternaht. Und nun nimmst du dir den Bündchenstreifen. Am besten ist es, wenn du den vorher mit einem Rollschneider und einem Kiltlineal schneidest. So wird dieser natürlich richtig schön gerade und ebenmäßig. Nun faltest du den links auf links, also mit den schönen Seiten nach außen. Und nähst diesen gedehnt an den Halsausschnitt. Nähe den gefalteten Streifen auf der rechten Seite des Nachthemds an den Ausschnitt. Falte den so in der Hand. Gesteckt wird der Streifen nicht. Ich mache immer das Füßchen ein bisschen hoch von der Nähmaschine oder von der Overlock und klemme mir den Streifen am Anfang unter und nähe erstmal einen halben Zentimeter den Streifen an das Nachthemd und danach gebe ich ganz leichten Zug auf den Streifen. Was heißt, ich ziehe den Bündchenstreifen ein bisschen lang. Also nicht maximal, sondern halt nur ganz leicht. So, wenn die Maschine jetzt hier den Bündchenstreifen gefasst hat, kann ich diesen in die Halsrundung legen und dabei ein bisschen dehnen. Das Bündchen oder der Bündchenstreifen ist jetzt hier eingenäht in den Halsausschnitt. Ihr könnt das auch mit einer ganz normalen Nadel und der normalen Nähmaschine machen und anschließend versäubern. Jersey und Sweat und auch Bündchenstoffe müssen aber nicht unbedingt versäubert werden. Ich habe das jetzt mit der Overlock genäht und wichtig ist es, dass ihr den Streifen schön glatt bügelt und jetzt hier nochmal mit einem geraden Stich diese Nahtzugabe absteppt. Die Nahtzugabe habe ich jetzt hier abgesteppt. Das mache ich aus dem Grund, man muss das auch nicht unbedingt machen, dass sie die Naht nicht hier oder die Nahtzugabe nicht nach oben klappt. So liegt diese immer ganz schön plan am Halsausschnitt an. Und nun wende ich das Ganze auf die linke Seite. Und wir verschließen gleich die zweite Schulternaht, damit die Nähte oder die Kanten, meine ich, des Bündchens direkt übereinander liegen, wende ich jetzt einen Trick an. Für alle, die das schon kennen, können ein bisschen weiter vorspulen. Aber ich glaube, für Anfänger ist das sehr hilfreich und das könnt ihr überall anwenden. Ich setze mir eine Stecknadel hier oben direkt an diese Bündchenkante und ich nähe jetzt mit einem geraden Stich erstmal nur diesen ersten Anfang des Bündchens, also hier einen Zentimeter, bevor ich das dann gleich mit der Overlock nähe oder im Ganzen nähe. So habe ich das später so, dass die Kanten direkt übereinander liegen und nicht auseinanderrutschen und hier Millimeter entfernt voneinander liegen. Also so kriege ich einen ganz tollen gerade Ausschnittkante. So, ihr seht richtig, ich habe jetzt hier eben über die Nadel genäht, also ich fange so ein bisschen 2-3 mm nach dem Anfang oder nach der Kante sozusagen, nach der Kante anzunähen und nähe dann wieder rückwärts über die Nadel. Es kann natürlich mal sein, dass euch die Nadel an eurer Nähmaschine abbricht, aber eigentlich, also mir ist es dabei noch nie passiert, eher bei ganz, ganz dicken Stoffen und so. So könnt ihr aber auf jeden Fall eine super Kante nähen.
Die Overlock-Raupe ziehe ich jetzt hier direkt in die Naht und schneide das Ganze ab. Und nun steppe ich hier das Ganze noch einmal auf dem Bündchenstreifen fest. Als nächstes werden die beiden Ärmel angenäht. Wichtig dabei ist immer, entweder ihr bügelt euch die Ärmel nochmal, sodass ihr den Stoffbruch genau sichtbar habt, oder ihr macht mit so einer kleinen Schere einen Mini-Knips, also schneidet ein Millimeterchen den Stoffbruch ein. Das ist dann der Punkt, der gleich beim Annähen auf die Schulternaht trifft. Ich habe mir die Ärmel jetzt schon 2 cm umgeschlagen und mit der Zwillingsnadel gesäumt. Ich muss jetzt hier so ein bisschen in meinem Muster bleiben und genau am Streifen, sodass ich hier den Stoff hier noch zurückschneiden kann später, wenn ich möchte. Das Schöne bei der Naht mit der Zwillingsnadel ist natürlich, dass wir eine ganz tolle Doppelnaht oder gleichmäßige Doppelnaht bekommen, so wie bei Kaufkleidung. Und die Naht ist auch noch flexibel. Und das ist beim Nähen mit Jersey total super. Also wer von euch noch keine Zwillingsnadel hat, unbedingt besorgen, kostet nicht viel und macht, finde ich, toll was her. Als nächstes nehme ich den Ärmel mit meinem kleinen Knips hier oben und stecke diesen Knips direkt auf die Schulternaht und noch 2 weitere an die Enden. Und nun nähe ich den Ärmel hier in der Rundung an und beim Nähen dehne ich den so ein bisschen auf die Breite dieser Partie am Nachthemd sozusagen und nähe den in der Rundung an. Wichtig ist, dass du die Stoffe immer zupfst. Man könnte das natürlich jetzt auch noch partiell näher stecken. Ich nähe schon ein bisschen länger. Darum lege ich mir das in die Rundung. Und ich finde auch, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, einen Ärmel eingenäht hat, geht das viel einfacher, wenn man den so hält. Immer kurz Pause machen, zurechtzupfen, in die Rundung legen. Jetzt sind wir an der Schulternaht und an unserem Knips angelangt. Dieser eingeschnittene Knips verschwindet gleich in der Nahtzugabe, also der wird dann in der Naht sein. Jetzt haben wir unsere 2 Ärmel eingenäht und als nächstes werden die langen Seiten des Nachthemdes verschlossen. Ich mache das wieder so, dass ich mir hier das Stecknadelchen setze und den ersten Zentimeter mit der Nähmaschine vornähe und dann nähe ich beide Partien runter. Die Fadenraupe ziehe ich jetzt hier auch wieder in die Ärmelnaht und steppe mir das in der Nahtzugabe von außen fest. Als allerletztes müsst ihr jetzt hier nur noch den unteren Saum nähen. Und zwar bügelt ihr den wieder ca. 3 cm um. Ich musste mich hier natürlich an die schönen Streifen halten und habe das Ganze nochmal mit der Zwillingsnadel gesäumt. So habe ich wieder diese tolle flexible Naht und einen ganz schönen Abschluss. Ja, fertig ist unser kleines Nachthemd. Ich habe es jetzt noch ein bisschen aufgepimpt mit unserer Plotter-Datei, mit dem Regenbogen. Wer diese sucht, findet die bei uns auf www.kit5.de unter den Freebies. Also es ist eine kostenlose Plotter-Datei, mit der ihr natürlich schöne Bügelbilder zaubern könnt. Entweder in klein, so wie auf dem Nachthemd, oder in riesengroß, so wie ich das gerne mag. Ja, ich finde das Nachthemd total süß. Gerade Nachthemden kann man so viel gebrauchen. Bei uns ist es eins der häufigsten Kleidungsstücke, die täglich, also wirklich täglich getragen werden. Ich finde, es ist ein tolles Geschenk oder Mitbringsel für kleine Mädchen. Gerade so kann man zauberhafte Nachthemden nähen. Und ich finde, wer schon mal Nachthemden gesucht hat für Mädchen, zu kaufen gibt es so richtig schöne nicht. Und jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und so könnt ihr wirklich ein ganz besonderes Nachthemd für ein ganz besonderes Mädchen zaubern. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch einfach diesen Kanal. Dann verpasst ihr natürlich nichts von uns und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.